Arthur Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. Komplette Lesung. Gelesen von Volker Braumann. Woche für Woche. Ein Paragraph. Paragraph 8. Wie aus dem unmittelbaren Lichte der Sonne in den geborgten Widerschein des Mondes gehen wir von der anschaulichen, unmittelbaren, sich selbst vertretenden und verbirgenden Vorstellung über zur Reflexion, zu den abstrakten, diskursiven Begriffen der Vernunft, die allen Gehalt nur von jener anschaulichen Erkenntnis und in Beziehung auf dieselbe haben. Solange wir uns rein anschauend verhalten, ist alles klar, fest und gewiss. Da gibt es weder Fragen noch Zweifeln noch Irren. Man will nicht weiter, kann nicht weiter, hat Ruhe im Anschauen, Befriedigung in der Gegenwart. Die Anschauung ist sich selber genug. Daher, was rein aus ihr entsprungen und ihr treu geblieben ist, wie das echte Kunstwerk, niemals falsch sein, noch durch irgendeine Zeit widerlegt werden kann. Denn es gibt keine Meinung, sondern die Sache selbst. Aber mit der abstrakten Erkenntnis, mit der Vernunft, ist im Theoretischen der Zweifel und der Irrtum, im Praktischen die Sorge und die Reue eingetreten. Wenn in der anschaulichen Vorstellung der Schein auf Augenblicke die Wirklichkeit entstellt, so kann in der abstrakten der Irrtum Jahrtausende herrschen, auf ganze Völker sein eisernes Joch werfen, die edelsten Regungen der Menschheit ersticken und selbst den, welchen zu täuschen er nicht vermag, durch seine Sklaven, seine Getäuschten, in Fesseln legen lassen. Er ist der Feind, gegen welchen die weisesten Geister aller Zeiten den ungleichen Kampf unterhielten. Und nur was sie ihm abgewannen, ist Eigentum der Menschheit geworden. Daher ist es gut, sogleich auf ihn aufmerksam zu machen, indem wir den Boden betreten, auf welchem sein Gebiet liegt. Obwohl oft gesagt worden, dass man der Wahrheit nachspüren soll, auch wo kein Nutzen von ihr abzusehen, weil dieser mittelbar sein und hervortreten kann, wo man ihn nicht erwartet, so finde ich hier doch noch hinzuzusetzen, dass man auch ebenso sehr bestrebt sein soll, jeden Irrtum aufzudecken und auszurotten. Auch, wo kein Schaden von ihm abzusehen, weil auch dieser sehr mittelbar sein und einst hervortreten kann, wo man ihn nicht erwartet. Denn jeder Irrtum trägt ein Gift in seinem Innern. Ist es der Geist? Ist es die Erkenntnis, welche den Menschen zum Herrn der Erde macht? So gibt es keine unschädliche Irrtümer,
noch weniger ehrwürdige, heilige Irrtümer. Und zum Trost derer, welche dem edlen und so schweren Kampf gegen den Irrtum in irgendeiner Art und Angelegenheit Kraft und Leben widmen, kann ich mich nicht entbrechen, hier hinzuzusetzen, dass zwar so lange als die Wahrheit noch nicht dasteht, der Irrtum sein Spiel treiben kann, wie Eulen und Fledermäuse in der Nacht. Aber eher mag man erwarten, dass Eulen und Fledermäuse die Sonne zurück in den Osten scheuchen werden, als dass die erkannte und deutlich und vollständig ausgesprochene Wahrheit wieder verdrängt werde, damit der alte Irrtum seinen breiten Platz nochmal ungestört einnehme. Das ist die Kraft der Wahrheit, deren Sieg schwer und mühsam, aber dafür, wenn einmal errungen, ihr nicht mehr zu entreißen ist. Außer den bis hierher betrachteten Vorstellungen nämlich, welche ihrer Zusammensetzung nach sich zurückführen ließen auf Zeit und Raum und Materie, wenn wir aufs Objekt oder reine Sinnlichkeit und Verstand, das heißt Erkenntnis der Kausalität, wenn wir aufs Subjekt sehen, ist im Menschen allein unter allen Bewohnern der Erde noch eine andere Erkenntniskraft eingetreten. Ein ganz neues Bewusstsein aufgegangen, welches sehr treffend und mit ahndungsvoller Richtigkeit die Reflexion genannt ist. Denn es ist in der Tat ein Widerschein, ein abgeleitetes von jener anschaulichen Erkenntnis, hat jedoch eine von Grund aus andere Natur und Beschaffenheit als jene angenommen, kennt deren Formen nicht. Und auch der Satz vom Grunde, der über alles Objekt herrscht, hat hier eine völlig andere Gestalt. Dieses neue, höher potenzierte Bewusstsein, dieser abstrakte Reflex alles Intuitiven im nicht anschaulichen Begriff der Vernunft, ist es allein, der dem Menschen jene Besonnenheit verleiht, welche sein Bewusstsein von dem des Tieres so durchaus unterscheidet und wodurch sein ganzer Wandel auf Erden so verschieden ausfällt von dem seiner unvernünftigen Brüder. Gleich sehr übertrifft er sie an Macht und an Leiden. Sie leben in der Gegenwart allein, er dabei zugleich in Zukunft und Vergangenheit. Sie befriedigen das augenblickliche Bedürfnis. Er sorgt durch die künstlichsten Anstalten für seine Zukunft, ja, für Zeiten, die er nicht erleben kann. Sie sind dem Eindruck des Augenblicks, der Wirkung des anschaulichen Motivs gänzlich anheimgefallen. Ihn bestimmen abstrakte Begriffe unabhängig von der Gegenwart. Daher führt er überlegte Pläne aus oder handelt nach Maximen, ohne Rücksicht auf die Umgebung und die zufälligen Eindrücke des Augenblicks. Er kann daher zum Beispiel mit Gelassenheit die künstlichen Anstalten zu seinem eigenen Tode treffen, kann sich verstellen bis zur Unerforschlichkeit und sein Geheimnis mit ins Grab nehmen, hat endlich eine wirkliche Wahl zwischen mehreren Motiven. Denn nur in abstracto können solche, nebeneinander im Bewusstsein gegenwärtig, die Erkenntnis bei sich führen, dass eines das andere ausschließt und so ihre Gewalt über den Willen gegeneinander messen. Wonach dann das Überwiegende, indem es den Ausschlag gibt, die überlegte Entscheidung des Willens ist und als ein sicheres Anzeichen seine Beschaffenheit kundmacht. Das Tier hingegen bestimmt der gegenwärtige Eindruck. Nur die Furcht vor dem gegenwärtigen Zwange kann seine Begierde zähmen, bis jene Furcht endlich zur Gewohnheit geworden ist und nunmehr als solche es bestimmt. Das ist Dressur. Das Tier empfindet und schaut an. Der Mensch denkt über dies und weiß. Beide wollen. Das Tier teilt seine Empfindung und Stimmung mit durch Gebärde und Laut. Der Mensch teilt dem anderen Gedanken mit, durch Sprache, oder verbirgt Gedanken, durch Sprache. Sprache ist das erste Erzeugnis und das notwendige Werkzeug seiner Vernunft.
Daher wird im Griechischen und im Italienischen Sprache und Vernunft durch dasselbe Wort bezeichnet. Il discorso. Vernunft kommt von Vernehmen, welches nicht synonym ist mit Hören, sondern das Innewerden der durch Worte mitgeteilten Gedanken bedeutet. Durch Hilfe der Sprache allein bringt die Vernunft ihre wichtigsten Leistungen zustande, nämlich das übereinstimmende Handeln mehrerer Individuen, das planvolle Zusammenwirken vieler Tausende, die Zivilisation, den Staat, ferner die Wissenschaft, das Aufbewahren früherer Erfahrung, das Zusammenfassen des Gemeinsamen in einem Begriff, das Mitteilen der Wahrheit, das Verbreiten des Irrtums, das Denken und Dichten, die Dogmen und die Superstitionen. Das Tier lernt den Tod erst im Tode kennen. Der Mensch geht mit Bewusstsein in jeder Stunde seinem Tod näher. Und dies macht selbst dem das Leben bisweilen bedenklich, der nicht schon am ganzen Leben selbst diesen Charakter der steten Vernichtung erkannt hat. Hauptsächlich dieser halb hat der Mensch Philosophien und Religionen. Ob jedoch dasjenige, was wir mit Recht an seinem Handeln über alles hochschätzen, das freiwillige Recht tun und der Edelmut der Gesinnung, je die Frucht einer jener beiden gewesen, ist ungewiss. Als sichere, ihnen allein angehörige Erzeugnisse beider und Produktionen der Vernunft auf diesem Wege stehen hingegen da die wunderlichsten, abenteuerlichsten Meinungen der Philosophen verschiedener Schulen und die seltsamsten, bisweilen auch grausamen Gebräuche der Priester verschiedener Religionen. Dass alle diese so mannigfaltigen und so weitreichenden Äußerungen aus einem gemeinschaftlichen Prinzip entspringen, aus jener besonderen Geisteskraft, die der Mensch vor dem Tiere voraus hat und welche man Vernunft, Ratio, genannt hat, ist die einstimmige Meinung aller Zeiten und Völker. Auch wissen alle Menschen sehr wohl die Äußerungen dieses Vermögens zu erkennen und zu sagen, was vernünftig, was unvernünftig sei. Wo die Vernunft im Gegensatz mit anderen Fähigkeiten und Eigenschaften des Menschen auftritt. Und endlich, was wegen des Mangels derselben auch vom klügsten Tiere nie zu erwarten steht. Die Philosophen aller Zeiten sprechen im Ganzen auch übereinstimmend mit jener allgemeinen Kenntnis der Vernunft und heben überdies einige besonders wichtige Äußerungen derselben hervor, wie die Beherrschung der Affekte und Leidenschaften, die Fähigkeit, Schlüsse zu machen und allgemeine Prinzipien, sogar solche, die vor aller Erfahrung gewiss sind, aufzustellen und so weiter. Dennoch sind alle ihre Erklärungen vom eigentlichen Wesen der Vernunft schwankend, nicht scharf bestimmt, weitläufig, ohne Einheit und Mittelpunkt. Bald diese, bald jene Äußerung hervorhebend, daher oft voneinander abweichend. Dazu kommt, dass viele dabei von dem Gegensatz zwischen Vernunft und Offenbarung ausgehen, welcher der Philosophie ganz fremd ist und nur dient, die Verwirrung zu vermehren. Es ist höchst auffallend, dass bisher kein Philosoph alle jene mannigfaltigen Äußerungen der Vernunft strenge auf eine einfache Funktion zurückgeführt hat, die in ihnen allen wiederzuerkennen wäre, aus der sie alle zu erklären wären und die demnach das eigentliche innere Wesen der Vernunft ausmachte. Zwar gibt der vortreffliche Locke im Essay on Human Understanding, Buch 2, Kapitel 11, Paragraph 10 und 11, als den unterscheidenden Charakter zwischen Tier und Mensch die abstrakten allgemeinen Begriffe sehr richtig an, und Leibniz wiederholt dieses völlig beistimmend in den Nouveau Essay sur l'entendement humain, Buch 2, Kapitel 11, Paragraph 10 und 11, allein wenn Locke im Buch 4, Kapitel 17, Paragraph 2, 3 zur eigentlichen Erklärung der Vernunft kommt, so verliert er ganz jenen einfachen Hauptcharakter derselben aus dem Gesicht und gerät eben auch auf eine schwankende, unbestimmte, unvollständige Angabe zerstückelter und abgeleiteter Äußerungen derselben. Auch Leibniz
an der mit jener korrespondierenden Stelle seines Werkes, verhält sich im Ganzen ebenso, nur mit mehr Konfusion und Unklarheit. Wie sehr nun aber Kant den Begriff vom Wesen der Vernunft verwirrt und verfälscht hat, darüber habe ich im Anhange ausführlich geredet. Wer aber gar sich die Mühe gibt, die Masse philosophischer Schriften, welche seit Kant erschienen sind, in dieser Hinsicht durchzugehen, der wird erkennen, dass, so wie die Fehler der Fürsten von ganzen Völkern gebüßt werden, die Irrtümer großer Geister ihren nachteiligen Einfluss auf ganze Generationen, sogar auf Jahrhunderte verbreiten, ja, wachsend und sich fortpflanzend, zuletzt in Monstrositäten ausarten. Welches daher abzuleiten ist, dass, wie Berkeley sagt, wenige Menschen denken, aber alle wollen Meinungen haben. Wie der Verstand nur eine Funktion hat, unmittelbare Erkenntnis des Verhältnisses von Ursach und Wirkung, und die Anschauung der wirklichen Welt, wie auch alle Klugheit, Sagazität und Erfindungsgabe, so mannigfaltig auch ihre Anwendung ist, doch ganz offenbar nichts anderes sind als Äußerungen jener einfachen Funktion, so hat auch die Vernunft eine Funktion. Bildung des Begriffs. Und aus dieser einzigen erklären sich sehr leicht und ganz und gar von selbst alle jene oben angeführten Erscheinungen, die das Leben des Menschen von dem des Tieres unterscheiden. Und auf die Anwendung oder Nichtanwendung jener Funktion deutet schlechthin alles, was man überall und jederzeit vernünftig oder unvernünftig genannt hat. Der Paragraph 8 in Nietzsche. Solange wir uns rein anschauend verhalten, ist alles klar, fest und gewiss. Es gibt keine Meinung, sondern nur die Sache selbst. Aber mit der abstrakten Erkenntnis, mit der Vernunft, ist im Theoretischen der Zweifel und der Irrtum, im Praktischen die Sorge und die Reue eingetreten. Der Mensch allein besitzt als zusätzliche Erkenntniskraft die Vernunft. Sie wird auch Reflexion genannt. Sie ist ein abgeleitetes von der anschaulichen Erkenntnis, aber hat eine von Grund auf andere Natur und Beschaffenheit. Der Besitz dieser Erkenntniskraft führt dazu, dass wir Menschen nicht nur, wie die Tiere, in der Gegenwart allein leben, sondern zugleich auch in Zukunft und Vergangenheit. Das erste Erzeugnis und das notwendige Werkzeug der Vernunft ist die Sprache. Die einzige Funktion der Vernunft ist Bildung des Begriffs.